Ein Pool, ein eigener Pool im eigenen Garten. Das ist wohl der Traum vieler Menschen. Wenn man sich das überlegt, worauf es hier zu achten und zu denken gilt, das wollen wir uns ansehen. Hier gibt es Fragen wie, warum soll ich einen Pool bauen? Oder vielleicht brauche ich gar keinen? Oder auch Fragen, wie ist das mit dem Befüllen? Wie ist das mit dem Entleeren des Pools? Und natürlich die Fragen, wie viel Wasser brauche ich? Und wie sieht es mit dem Energieverbrauch aus? Dies und weitere Dinge sehen wir uns heute an. Heidi Hund ist stolze Besitzerin eines Pools, der in ihrem idyllischen Garten mitten in Neumarkt am Wallersee ein wahrer Hingucker ist. Für Familie Hund steht aber nicht nur der Badespaß im Vordergrund, sondern auch die Energieeffizienz und eine einfache Handhabung. Also einmal auffüllen braucht 24 Stunden, dann ist er voll. Und dann muss man unten, da ist eine Zeitschaltuhr, da schaltet man dann eine Pumpe ein, dass das Wasser zirkuliert und das rennt. Dreimal am Tag, 2 Stunden, dann ist das ganze Wasser gefiltert. Durch diese Zeitschaltuhr spart sie sich nicht nur einiges an Kosten, sondern auch der Energieverbrauch der Pumpe sinkt. Es ist sehr selten, dass man nachfüllen muss, außer es ist ganz lange sehr heiß. Dann muss man ein bisschen nachfüllen. Ansonsten, so wie es heuer ist mit dem vielen Regen, ist eher zum Ablassen als wie zum Nachfüllen. Für eine konstantere Wassertemperatur und als Kälteschutz empfehlen Experten eine Poolabdeckung. Die Auswahl bei Poolabdeckungen ist riesengroß. Im Vorhinein sollte man sich deshalb gut überlegen, was ist mir wichtig. Diese Abdeckung ist ein Hit, weil das kann jede Großmutter. Das ist in 2 Minuten zugezogen, in 1 Minute zugezogen und in 2 Minuten wieder aufgerollt. Und die ist 35 Kilo pro Quadratmeter, also kindersicher. Und vor allen Dingen ist kein Wärmeverlust in der Nacht. Also wenn man es dann wirklich jeden Abend abdeckt, dann bleibt die Wärme schön im Pool und das spart wirklich richtig Energie. Wenn der Pool nicht genutzt wird, fällt auch weniger Schmutz in das Becken und es muss weniger Energie und Reinigungsmittel in die Säuberung investiert werden. Vor dem Winter wird der Pool fast ausgelassen, also es muss gut 1 Meter drinnen stehen bleiben wegen der Folie, weil die hebt sonst auf. Und dann tue ich ihn abdecken und schaue immer, dass ja nicht zu viel Schnee auf der Abdeckung ist und muss ihn halt im Winter dann eigentlich auch ein bisschen pflegen. Wo genau möchte ich meinen Pool hinstellen? Sind dort viele Bäume und muss ich deshalb meinen Pool vor Verschmutzung schützen? Möchte ich meinen Pool beheizen? Das sind nur einige Fragen, die vor dem eigenen Poolbau wichtig sind. Also ein Pool im eigenen Garten ist natürlich eine tolle Sache. Wir haben jetzt gelernt, es ist wichtig, auch auf die Energieeffizienz zu schauen. Immer dann, wenn man den Pool heizt, nämlich nicht von der Sonne, sondern mit der Heizung, muss man auch im Auge haben, das braucht wirklich Energie. Und auch der Wasserverbrauch ist im Auge zu behalten, denn letztlich Wasser wie Energie sind kostbar und müssen auch bezahlt werden. Wenn Sie Fragen zur energieeffizienten Gestaltung Ihres Pools haben, klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.